Hier ist Radio Taiwan International mit dem Programmteil vom Mosaik. Am Mikrofon Uta Rindfleisch. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße nun wieder Frau Xiao Li oder Theresa Kat im Studio. Frau Kat hat aus ihrem Buch Faszination antiker chinesischer Jade, das im EB Verlag erschienen ist, 5 Objekte ausgesucht, die sie Ihnen nun eingehender vorstellen wird. Frau Kat, unter welchen Gesichtspunkten haben Sie diese Objekte ausgesucht? Anhand dieser 5 Objekte möchte ich Ihnen die kulturelle und historische Bedeutung der antiken Jade-Arbeiten deutlich machen. Ein guter Bekannter schrieb vor kurzem, er habe mein Buch Faszination antiker chinesischer Jade wie einen kulturgeschichtlichen Kriminalroman gelesen. Oh. Und in der Tat fühlte ich mich bei meinen Forschungen oft wie ein Detektiv. Jedes Jade-Objekt gibt Auskunft über die spezifische Zeit seiner Entstehung, über die kulturelle und geistesgeschichtliche Entwicklung. Die folgenden Objekte habe ich aus verschiedenen Zeiten ausgewählt. Das erste Objekt ist ein Gefäß in Form eines Rindes. Warum hat dieses Gefäß 3 durch Vögel und Schlangen miteinander verbundene abnehmbare Deckel? Dieses Jadegefäß mit einem abnehmbaren Deckel dient als eine prächtige Dekoration. Aber die ungewöhnliche Form wirft auch Fragen auf. Woher stammen die Form des Rindes und das Folgemuster? Ein Vergleich mit Museumsstücken aus Jade führt zu keinem Ergebnis. Erst ein Vergleich mit zeitgenössischen Warmwärmern aus Bronze brachte die Lösung. Im Shanghai Museum entdeckte ich einen Bronzegegenstand von gleicher Form und gleichem Muster, allerdings ohne Deckel. Wahrscheinlich ist er verloren gegangen. Und in einer privaten Sammlung sah ich ein ähnliches Stück mit je einem Deckel für jede der 3 Öffnungen. Die Griffe der 3 Deckel hatten jeweils die Form eines Vogels. Beide Bronzegefäße waren offensichtlich Weinwärmer aus der Zhou-Zeit, also etwa vom 11. Jahrhundert bis 221 vor Christus. Es kommt ja nicht selten vor, dass Jadeobjekte Formen und Motive zeitgenössischer Bronze aufgriffen und nachbilden. Also das Rätsel ist gelöst. Dieses Jadeobjekt hat die Form und Muster des zeitgenössischen bronzenen Weinwärmers übernommen. Bereits in der Zhou-Zeit kritisierten Zeitgenossen bronzene Weinwärmer des Adels als überflüssigen Luxus. Wie viel mehr mussten sie dieses verfeinerte Jadegefäß kritisieren, das nicht einmal als Weinwärmer taugte, sondern lediglich der Dekoration diente. Das zweite Objekt ist ein Tigerfu. Was versteht man unter einem Fu? Was für eine Funktion hat es? Im alten China diente das Fu als eine verschlüsselte Begrabung oder Bestätigung einer Vormacht. Heute würde man sagen, ein Fu ist ein kryptisches Passwort, das seine Überbringer autorisiert. Ein Fu besteht immer aus 2 exakt zueinander passenden Hälften. Meist ist es aus Bronze gegossen. Aus Jade gefertigte Fus sind dagegen viel seltener. Dieses Fu mit der äußeren Form eines Tigers ist ein Symbol des obersten Befehlshabers der Streitkräfte, der König oder der Kaiser. Als oberster Befehlshaber behielt die eine Hälfte des Fus bei sich und überreichte die andere Hälfte einem an die Front gehenden General.
wollte der Herrscher dem General später neue Befehle erteilen, schickte er einen Boten mit seiner Hälfte des Fuß. An der Front fügte der General diese dann mit seiner eigenen Hälfte zusammen. Dann und nur dann, wenn beide Hälften sowohl in ihrer äußeren als auch inneren Form nahtlos zueinander passten, war der Überbringer der Botschaft von Herrscher autorisiert. Noch heute sagt man im Chinesischen für übereinstimmen Fu He, das heißt wörtlich, dass Fu passt. Ja, das ist ja sehr interessant. Und weil das aber auch so delikat ist, ist es natürlich sehr schwierig, in Jade so ein Fu herzustellen. Ja. Das dritte Objekt ist eine Tanzszene aus der Zeit der streitenden Reiche, also etwa 476 bis 221 vor Christi Geburt. Das Abbild dieses Objekts haben Sie auch für den Umschlag Ihres Buches gewählt. Das scheint also eines Ihrer Lieblingsstücke zu sein. Warum? Alle drei Frauen haben schematisierte Gesichtszüge, Mandelaugen, starke Backenknochen, stilisierte Nasen und leicht gespitzte Lippen. Einige glauben, die gespitzten Münder deuten an, dass die Tänzerinnen singen. Ich finde, es ist ein wunderschönes Stück, das elegante Tänzerinnen darstellt. Diese Form des Tanzes mit der weiten Ärmeln ist in China noch heute nach mehr als 2500 Jahren aus dem Ausdruckstanz der Peking-Oper immer noch bekannt. Ja, das stimmt. Das Objekt Nummer 4 ist ein Jadesiegel, wie es Herrscher gewöhnlich besitzen. Mit diesem Siegel wollte ich Ihnen zeigen, wie der Detektiv durch Zeichen der Kalligraphie einen rätselhaften Fall gelöst hat. Auf dem Siegel stellte ich durch Entziffern eines unbekannten Zeichens mit großer Wahrscheinlichkeit dessen ursprünglichen Besitzer fest. Es handelt sich um den vorgeblichen Eunuchen Lao Ai, den Geliebten der verwitweten Mutter des ersten Kaisers Chinas, Qin Shi Huang. Sehr wahrscheinlich stammt das Siegel aus der Zeit zwischen 239 und 238 vor Christus. Denn 239 vor Christus wurde Lao Ai zum Herzog ernannt. Vorher war er nicht berechtigt, ein Jadesiegel zu führen. Und ein Jahr später hatte ihn der Kronprinz Qin Shi Huang bereits hinrichten lassen, wegen der illegitimen Beziehung zu seiner Mutter. Da konnte ihm dann auch das Siegel nicht mehr helfen. Das letzte Objekt ist ein Objekt, das mich besonders fasziniert, nämlich eine Pi-Scheibe. Können Sie zunächst einmal die Funktion dieser Scheiben erklären, von denen das Nationale Palastmuseum in Taipei zum Beispiel recht viele besitzt, bevor Sie auf diese speziell dann eingehen? Im alten China diente die Pi-Scheibe als Kultobjekt zur Huldigung des Himmels. Es handelt sich um eine runde Jadescheibe mit einem runden Loch in der Mitte. Dieses Stück habe ich auch deshalb ausgesucht, weil es uns nicht nur eine Vorstellung von Kultobjekten gibt, sondern auch von der Vorschrift, die sich auf dem Siegel des Kaisers Qin Shi Huang befand. Die 8 schwungvollen Vorschriftzeichen bedeuten: Der Kaiser erhält sein Mandat vom Himmel. Seine Macht bleibt langwährend und florierend. Diese Siegel verwendeten alle folgenden chinesischen Kaiser bis zur späteren Tang-Dynastie, also bis 936. Hier wollte ich Ihnen nur zeigen, wie diese schwungvolle Schrift, die auch Vorschrift heißt, aussieht.
Die ausführliche Geschichte dazu finden Sie in meinem Buch. Ja, Jade ist sehr hart und daher sehr schwer zu bearbeiten, weshalb es erstaunt, dass schon in so früher Zeit so kunstvolle Objekte aus diesem Material geschaffen werden konnten. Frau Kahrt, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Haben Sie in nächster Zeit einen Vortrag in Deutschland geplant, den unsere Hörer besuchen könnten? Das Buch ist erst am 4. November 2019 in Berlin erschienen. Buchvorstellungen werde ich nach meiner Rückkehr aus Taiwan geben. Geplant sind bisher nur 2 Vorträge in Hamburg, in der Bambusrunde und im Freundeskreis Taiwans. Sie finden im März 2020 statt. Wenn es soweit ist, lassen Sie es uns wissen, dann werden wir es unseren Hörern mitteilen. Gerne. Vielen Dank, dass Sie ins Studio gekommen sind und für heute auf Wiederhören. Am Mikrofon waren Charlie Kahrt und Uta Rindfleisch.